Es ist eine Jahrtausende alte Kampfkunst. Um das Schwert in perfekter Präzision führen zu können, muss der Kämpfer mit seiner Waffe vollkommen eins werden. Byung-Hun Che ist Meister einer seltenen koreanischen Kampfkunst, die inzwischen aber zumindest von einigen Comic-Superhelden beherrscht wird. Ich bin Haedong-Gomdo Meister! Meister Che's Heimat ist seit 35 Jahren Nordrhein-Westfalen. Ich besuche ihn in Eschweiler bei Aachen in seiner Kampfkunstschule, wo er mir zeigen will, dass er mit seinem Superschwert ein Kandidat für Deutschlands Superhirn ist. Hallo! Hallo! Ich bin Jörg. Ja, guten Tag. Der Meister empfängt mich mit seiner Frau Astrid. Wie habt ihr euch kennengelernt, Astrid? Ja, in Aachen. Ich habe mit 13 schon Taekwondo trainiert. Mhm. Und habe bei meinem Trainer im Restaurant gearbeitet. Dort habe ich schon meinen Mann kennengelernt. So, und war es gleich Liebe auf den ersten Blick? Nein. Auf den zweiten? Nein. Hat gedauert ein bisschen? Ein bisschen gedauert. Ja? Ja. Trotzdem geht es in der Beziehung manchmal Schlag auf Schlag. Auch Sohn Sammy darf gelegentlich gegen seinen Vater austeilen. Hat meinen Vater noch nie wirklich nervös erlebt, aber bei den manchen Proben sind Sachen einfach schiefgegangen. Normal sitzen die immer. Und ich glaube, dass er jetzt auch schon ziemlich viel darüber nachdenkt und schon sehr nervös ist. Die eine oder andere schlaflose Nacht war auch schon dabei. Der Koreaner hat bereits zahllose internationale Auszeichnungen errungen. In meiner Sendung muss er allerdings nicht nur eine rasiermesserscharfe Klinge führen, er muss ebenso scharf rechnen. Denn er behauptet, ein Stück Tofu auf Zuruf aufs Gramm genau portionieren zu können. Das ist ja richtig scharf. Ja, wie ein Kind. Oder besser gesagt wie eine Frau. Die Grammzahl muss ich schnell wie möglich umrechnen und Augenmaß dem Ziel einsetzen und ja, dem Ziel genau treffen, zu schneiden. Die Herausforderung wäre zum Beispiel genau 98 Gramm zu schneiden, was im Haushalt durchaus nützlich sein könnte. Also ist eine schwere Aufgabe, das sieht jeder sofort. Genau, präzise zu schneiden, das ist schwierig, dafür übe ich. Mit seinem einzigartigen Vorhaben betritt Meister Che absolutes Neuland der koreanischen Kampfkunst. Es ist halt ein Höhepunkt in seinem Leben. Ja, es bedeutet ihm sehr viel. Gelingt dem Koreaner der Einzug ins Finale von Deutschlands Superhirn? Ich werde Deutschland superieren, denn ich kann ein Schwert so präzise führen wie kein anderer. Also! So, und ich habe mein bescheidenes Superhirn die letzten Tage gemartert und habe ein wenig Koreanisch gelernt. Oh, so, oh, se, yo, Meister Che. Hallo. Wow. So, legt euch mit dem nicht an, das ist kein Zahnstocher, sondern das ist richtig, richtig scharf, das Teilchen. Der tut keiner mehr, Jungfrau, was. Flosse ab. Das ist es. Es ist sehr scharf. Geh da, tu weg. Ja, ja. Darf ich anfassen? Ja, klar. Ja, natürlich. Bitte nicht bewegen. Ja, genau. Ja. Sekunde. Ah! Roberto, provozier mich nicht. Das ist schon, das ist nicht so wie ein Taschenmesser oder so, das ist was ganz anderes. Da werden wir jetzt mal Klartext reden, damit wir Kopf ab, nicht? Mit dem richtigen Schlag, ja. Ja, klar. Man kann auch noch rasieren. Ja, das ist gut. Ja. Jürgen, du machst ja selber auch begeistert Kampfsport. Also ich glaube, der braucht aber hier oben keine Rasur, oder? Aber hier. So? Wie sieht es auf der Brust aus? Nee. Wie ist denn, du machst Kampfsport. Was machst du? Jiu-Jitsu. Kennst du das? Ja, das ist japanischer.
Ja, die Koreaner und Japaner. Ja, aber es verbindet. Es verbindet. Also die Grundgedanke des Do verbindet überall. Erklär mal den Grundgedanke der Sportart, die du machst. Wie heißt sie nochmal, Ruffi? He-dung-kom-do. He-dung-kom-do. Genau. Beschreib mal ganz kurz, was sich dahinter verbirgt. Das ist eine koreanische Schwertkampfkunst. Das ist dann einfach gesagt Licht des Schwertes. Deshalb, wir haben in Grundtechnik ein Schriebzeichen Licht. Mhm. Danach schneiden wir auch. Da ist ja alle Schnitttechniken drin. Was? Ja? Braucht man einen Waffenschein dafür? Weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr scharf, sehr gefährlich. Ja, das ist gefährlich. Aber immer noch, glaube ich, noch als Sportgerät. Also es ist sicherlich nicht mit dem Handgepäck zu führen, wenn du fliegst. Das geht nicht. Aber ansonsten, Gott sei Dank. Aber ansonsten muss man schon sagen, die sind gefährlich. Was, darf ich fragen, was kostet so ein gutes Stück? Ja, das ist eine einfache Vision. Also gibt es ja dann auch die richtig gefaltete, die normal kennt. Das ist sehr schwer zu kaufen, also ist teuer zu kaufen. Ne? Weit über 1.000 Euro die gut, ne? Ja, noch mehr. Noch mehr? Ja, wenn man richtige haben will, das ist eine einfache Vision, ja. Dass wir dann auch Vorführungen benutzt und auch noch zu üben. Üben brauchen. Apropos, das ist Üben, das ist ein gutes Stichwort. Es geht bei dir um Präzision. Du wirst gleich mit dem Schwert, mit dieser Kampfbewegung, die wir gesehen haben, eine von euch vorgegebene Grammzahl von einer Tofu-Wurst abschneiden. Wir haben so eine Tofu-Rolle da liegen. Ist das eine Tofu-Rolle? Das riecht das nämlich Tofu. Wie, nein, das riecht wie eine Wurst. Wir haben alle schon dran gehabt. Ja, das ist Tofu. Mhm. Das ist Tofu. Soja. Ist das wirklich? Ja. Soja. Gut. Geht heute alles. Haben wir Bier? Ist es vom Sojasoße? Mit den richtigen Geschmacksverstärkern ich möchte von euch, ich möchte von euch getäuscht. Dass wir mal versuchen. Was, ich habe nur gesagt, du hast dich bei der Wurst getäuscht. Ich habe gesagt, das ist eine Fleischwurst. Das ist eine Geschmackssache. Das ist Geschmackssache. Das ist wie eine echte. Einer schmeckt es und. Also könnt ihr bitte einmal versuchen, einer von euch, Jürgen, macht ihr mal, und zwar 25 Gramm abzuschneiden. Lass mich ganz kurz überlegen. Ja. Moment. Ja. 25 Gramm. 1, 2, 3, 4, 5. Nein. Nein, viel zu viel. Das sind Männer und ihre Einschätzungen. Hat er euch gefragt oder mich gefragt? Hat die Meerjungfrau mich gefragt? Ariel, komm, 25 Gramm. Ich habe dich gefragt. 25 Gramm, genau. Oh. Was sagt der Meister? Wie viel glaubst du? Was glaubt der Meister? Wie viel ist der? 25 Gramm. Glaubst du? Muss man die Eier anticken? Nee, das geht hier vorne. Wie beweglich du bist über dem Bücken. So. Das liegt nur am Schwanz. 25 Gramm, 24 Gramm. Schätze ich. 22 Gramm. Oh, komm, ja, erstmal Kompliment. Ihr schreibt jetzt schon mal jeder eine Grammzahl auf, das sammle ich gleich ein. Und Jürgen, so dass ich es diesmal lesen kann. Ja, Entschuldigung. So. Wir gehen schon mal rüber. Grammzahlen zwischen 25, ich sag's halt mal, zwischen 25 Gramm und 250 Gramm. Ja? Okay, dort drüben sehen wir schon Meister Che sich vorbereiten. Und bei ihm ist ein Schüler von Ihnen. Warte, ich grüße Sie. Hallo. Sie kappen jetzt überall oben bei den Tofu-Würsten die Spitze ab. Meister Che sucht jetzt noch die innere Ruhe, konzentriert sich und hat einen Probeschlag. Während er sich konzentriert, würde ich Ihnen ganz gerne die Spielregeln noch einmal genau verlesen. Xiong und Che behauptet, ich kann mit meinem Schwert ein Stück Tofu aufs Gramm genau abschneiden. Er muss 4 Stücke abschneiden und er darf einen Toleranzwert von insgesamt bei allen geschnittenen Stücken von 25 Gramm nicht überschreiten. Und wie viel 25 Gramm sind, haben wir eben gerade mal gesehen, dass es wirklich nur einige Millimeter
dieser Tofu-Rolle. Master Chip bekommt einen Probeschlag. Danach sammle ich ein und dann gilt es. Tot ist sie. Wie viel waren das ungefähr? 30 Gramm. Okay. Ich sammle. Und diesmal ganz einfach. Ich habe auf die Punkte verzichtet. Oh, Robert, mit ganz viel Liebe. Wir haben da auch ein Lied drin versteckt. Das ist wirklich sehr mit schön. Mit ganz Lied. Viel Liebe. 99. Da sieht man Mama, Rolando hat tatsächlich in dieser Zahl ein Musikstück versteckt. Wir bitten bei dem ersten Schlag 99 Gramm, Meister Che. Die Herausforderung beginnt jetzt. Jetzt geht's hin. Sinne um Augenmaß. Zunächst die 4 cm knapp. Du guckst unglücklich. Zu viel? Ja. Es gibt insgesamt für alle 4 Schläge eine Toleranz von 25 Gramm. Also sollten es 124 sein, wäre Meister Che noch im Rennen. Es sind 149. Und damit ist die Toleranz aufgebraucht. Aber Meister Che, ich habe es in den Proben gesehen, meine Damen und Herren, und da hat es so gut funktioniert. Deshalb möchte ich zumindest dir noch mal die Chance geben, noch mal bei einer Tofu-Rolle zu zeigen, dass du es wirklich kannst und dass es jetzt einfach die Aufregung ist. Ach so, bitte, ja. Sie haben sich schon geschnitten, sehe ich da. Nein. Nein, doch, gib gleich ein Pflaster. So, dann nehmen wir, oder wollen wir noch mal die 99, die zweite Chance, 99 Gramm. Ja, Jörg Pilawa hat es ja auch gesagt, das ist die Live-Situation. Da herrschen andere Gesetze, das wissen Sportler auch. Nee, das war, glaube ich, auch viel zu viel. Du bist schon wieder unzufrieden? Schon wieder zu viel? Ja. Liegt es an der Aufregung wahrscheinlich? Ja, nehme ich mal. Dennoch, Applaus für Meister Che, weil es hat tatsächlich in den Proben wunderbar funktioniert. Wir machen noch mal die Probe. 158. Tut mir leid. Trotzdem, wir gehen mal rüber zu unseren prominenten Gästen. Der Sohn ist auch da. Ist nicht schön. Die Frau auch. Kommt zu ihm. Er braucht euch jetzt. Nein. So. Setzt euch einfach dazu. Das ist die Frau, das ist der Sohn. Wir haben uns ja auch alle kennengelernt. Genau. Da muss die Familie ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Aber wie gesagt, das war jetzt die Aufregung. Und in den Proben sah das so, so gut aus. Und ich war mir sicher, dass du es schaffst. Aber du hast auch gesagt, mich kann eigentlich nur die Aufregung schlagen. Und du hast so einen ruhigen Eindruck gemacht. Aber du warst doch angespannt, ne? Das schon. Ja? Aber ja, gut, okay. Es kommt drauf an. Tagesform, sozusagen. Tagesform. In allen Dingen ist das so. Ja. Auf jeden Fall, wir sind tief beeindruckt. Und ich glaube, die Familie baut Papi wieder auf und den Mann. Ja?
Er hat so oder so gewonnen. So oder so gewonnen. Danke schön. Also in diesem Wege. In diesem Wege bedanke ich ganz herzlich alle Teams, die da Dreharbeit und alles drum dran, dem ganzen Umfeld. Ich bedanke mich allen ganz herzlich, dass ihr mich und alle Kandidaten gut betreut habt. Also ich werde gerne wiederkommen, aber es tut mir leid. Du, Meister Che, ich weiß ja, was du kannst. Du kannst in der nächsten Sendung live meine Meerjungfrau-Flosse abschlagen. Ja, ich trau mich. Und auch ich muss mich mal an dieser Stelle, weil wir das jetzt gerade so nett gemacht haben, auch mal bedanken. Ich war ja bei euch allen zu Hause. Ihr habt mich auch alle überall nett aufgenommen und auch bei euch. Es war wunderbar. Ich habe auch an dem Tag viel gelernt. Ich bin nämlich nicht nur mit Flossen geschwommen, sondern ich durfte auch das Schwert schwingen. War ganz, ganz toll. Aber so ist es von 5. Mhm. Sagen wir mal, von 5,5 sind 4,5 durchgekommen, Andrea Kaiser auch. Aber da drüben sitzen die, zwischen denen jetzt die Entscheidung fallen wird, wer wird denn Deutschlands Superhirn, wer bekommt 25.000 Euro. Du drückst natürlich auch allen die Daumen. Ja. Genau. Und ich gehe mal rüber zu euch.